Hier drin stecken bis zu 1500 T-Shirts. Wie das möglich ist? Die Antwort findet sich in Lenzing. Hier steht der größte Zellulosefaserhersteller der Welt. Das Holz besteht aus Zellstofffasern. Wir veredeln sie, wir stretchen sie ein bisschen, dass sie eine gewisse an Stärke gewinnt. Aber als solches, die Faser, die im Holz drin ist, wenn man sie ein bisschen behandelt, wird genau das, was eigentlich in einem T-Shirt ist. Zellulose ist ein Naturstoff. Aus ihm lassen sich drei Fasern herstellen. Viskose, Modal und die Lyocellfaser Tencel. Lenzing erzeugt alle drei Fasern, als einziger Konzern weltweit. Viele dieser Eigenschaften der Lyocell, also des Tencels und des Modal, sind speziell attraktiv in Klimagebieten, die etwas wärmer sind, weil einfach dieses Tencel und das Modal sehr angenehm kühlend ist und deswegen ist das speziell in Asien sehr, sehr gefragt. Vom robusten Feuerwehranzug über Alltagskleider bis zu weichen Handtüchern. Kaum eine Faser hat so verschiedene Eigenschaften wie Viskose, Tencel und Modal. Das Besondere, sie sind weder Kunst noch Naturfaser. Die Zellulosefaser ist eine der ältesten natürlichen Fasern, die man im täglichen Leben eigentlich findet. Erst durch chemische Prozesse verwandelt sich der Naturstoff dann in spezielle Fasern. Viele Arbeitsschritte sind dafür nötig, um schließlich eine der drei Fasern zu erzeugen. Und die lassen sich dann weiterverarbeiten. Die Hauptanwendung ist im Textilbereich. Allerdings findet man sie auch in vielen industriellen Anwendungen. Also sie nehmen Hygienetücher, in Wegwerfwindeln, sie finden es in medizinischen Applikationen, in Autos, in Geldscheinen und so weiter. Doch wieder zurück zum Anfang, dem Buchenholz. 1 Million Tonnen davon verarbeitet Lenzing jährlich. Die Hälfte stammt aus österreichischen Wäldern. Dabei wird der ganze Baum verarbeitet. Eigentlich ist die Lenzing eine echte Bioraffinerie. Also wo man in einer traditionellen Raffinerie Erdöl hernimmt und es in alle Bestandteile zerlegt und die dann weiterverarbeitet, machen wir das Gleiche mit dem Holz. Wir bekommen Holz, wir nehmen den Zellstoff, die Zellulose des Holzes, machen Fasern draus. Und aus den anderen Bestandteilen machen wir teilweise Biochemikalien, die finden sich dann auch in Ernährungsprodukten wie in Essiggurken, in Kaugummis drin. Das Kerngeschäft aber bleibt Zellulosefasern. Und die sind weltweit im Einsatz, ob in Kleidung, Hygieneprodukten oder eben auch in Geldscheinen.